Einen schönen Freitagabend. Willkommen zur Zeit im Bild 2 mit diesen Themen. In der Krise, mehr als 150.000 Menschen sind in den USA bereits am oder mit dem Coronavirus verstorben. US-Präsident Donald Trump steckt kurz vor der Wahl im Umfragetief. Wir analysieren mit Konstanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington. Totale Kontrolle in der Ukraine, wird die Heimquarantäne von Corona-infizierten Personen per Handy-App überwacht. Herbergssuche. Wo hat Heinz-Christian Strache seinen Lebensmittelpunkt? Die Antwort auf diese vermeintlich einfache Frage könnte seinen Antritt bei der Wiener Gemeinderatswahl im Oktober bedrohen. Seit Beginn der Pandemie waren die Fallzahlen in Europa und den USA annähernd vergleichbar. Doch in den letzten Wochen sind die Infektionen mit dem Coronavirus in den Vereinigten Staaten deutlich stärker gestiegen als auf unserem Kontinent. Eine politisch aufgeladene Debatte über das Tragen von Masken und das kaum vorhandene Krisenmanagement der US-Regierung führten zu einer förmlichen Explosion der Fallzahlen. Deutlich mehr als 4 Millionen Infektionen in den USA stehen gut 1 Million weniger in Europa gegenüber. Vor allem die südlichen Bundesstaaten Florida oder Texas sind betroffen. Zu der ernsten gesundheitlichen Lage kommt ein Wirtschaftseinbruch bisher ungekannten Ausmaßes und eine Rekordarbeitslosigkeit sowie die neu entfachten Konflikte um rassistisch motivierte Polizeigewalt. In weniger als 100 Tagen wählen die USA einen neuen Präsidenten. Donald Trumps Vorgänger Barack Obama rief deshalb heute beim Begräbnis der Bürgerrechtslegende John Lewis zur Wahl im November auf. Barack Obama würdigt eine Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, John Robert Lewis. Amerika ist von Menschen wie ihm gemacht worden. Amerika ist von John Lewis's gemacht worden. Lewis, so Obama, hat mit seiner unverwüstlichen Beharrlichkeit Amerika ein Stück näher zu seinen Idealen gebracht. Er wird als einer der amerikanischen Gründerväter gelten, später, wenn Amerika einmal besser, freier und fairer sein wird. 3 ehemalige Präsidenten ehren Lewis, der derzeitige ist nicht dabei. Obama greift ihn frontal an, ohne ihn beim Namen zu nennen, und ruft Amerika auf zu wählen. Manche an der Macht tun das Schlimmstmögliche, um Menschen vom Wählen abzuhalten. Sie lassen Wahllokale schließen, erlassen einschränkende Gesetze und attackieren unser Wahlrecht mit chirurgischer Präzision. Jeder weiß, gemeint ist Donald Trump. In Umfragen ist der amtierende Präsident deutlich hinter den Demokraten Joe Biden zurückgefallen. Trump hat schon mehrfach den Ausgang der kommenden Präsidentenwahl in Zweifel gezogen, wie 2016, als er dachte, er würde verlieren. Nun zwitschert er: 2020 wird die ungenaueste und verlogenste Wahl der Geschichte sein. Eine große Beschämung für die USA. Die Wahl verschieben, bis sauber und sicher gewählt werden kann? Dass Trump eine Verschiebung in den Raum stellt, muss, zumindest für seine Anhänger, Zweifel am Ergebnis der Wahl nähern. Er selbst kann die Wahl nicht verschieben, der Kongress ist für den Termin zuständig. Die Präsidentschaftswahl ist noch nie verschoben worden, auch nicht während des Zweiten Weltkriegs. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagt, der Wahltermin am 3. November sei in Stein gemeißelt. Trump hat gute Gründe, von denen er ablenken möchte. 2 davon sind die katastrophale Wirtschaftslage und das Corona-Desaster. Angesichts von mehr als 150.000 Corona-Toten klagt der Präsident, dass ihn keiner mag. Nobody likes me. It can only be my personality, that's all. Die Wirtschaftsdaten müssen Trump umso mehr beunruhigen, hält er sich doch für einen großen Wirtschaftsfachmann. Im zweiten Quartal ist die amerikanische Wirtschaft um 9,5% geschrumpft. Der größte Einbruch seit der großen Depression. Heute um Mitternacht droht nun auch die Covid-19-Arbeitslosenunterstützung auszulaufen, wenn sich der Kongress nicht auf eine Fortsetzung einigen kann. Das sind gewichtige Gründe für Donald Trump, Nebelgranaten zu werfen oder, wie in Portland, werfen zu lassen. Via Skype bin ich jetzt mit Konstanze Stelzenmüller in Washington verbunden. Sie ist Außenpolitik-Expertin an der renommierten Brookings Institution. Schönen guten Abend.
Guten Abend, grüße Sie. Frau Stelzenmüller, Donald Trump liegt in den bundesweiten Umfragen mehr als 9 Prozentpunkte hinter seinem Herausforderer Joe Biden. Die Wirtschaft in den USA ist eingebrochen und die Infektionszahlen von Corona steigen weiter ungebremst. Und dennoch schreiben Sie in einer Analyse jüngst, so schlecht Trump auch im Moment dastehen mag, dass er im November verliert, ist alles andere als sicher. Warum? Obwohl die Umfragewerte für Biden sehr gut aussehen momentan, besser geworden sind in dieser Zeit, sollte man einen möglichen Sieg von Trump keinesfalls ganz ausschließen. Aus mehreren Gründen. Erstens, weil auch 2016 bei der Wahlentscheidung zwischen Clinton und Trump es so aussah nach den Umfragen, als habe Clinton einen eindeutigen Vorsprung in den wichtigsten Staaten. Und das Ergebnis war dann ein anderes. So, das heißt, man kann durchaus die Qualität der Umfragen in Zweifel ziehen. Es ist auch 3 Monate vor der Wahl vielleicht dafür noch ein bisschen zu früh. Jetzt gab es andere Staatschefs, die haben konnten in der Corona-Krise deutlich an Vertrauen gewinnen. Etwa in Italien, in Deutschland oder auch in Österreich konnten die jeweiligen Staats- und Regierungschefs ihre Umfragewerte deutlich ausbauen. Bei Donald Trump war es als einen der wenigen genau umgekehrt. Er hat drastisch verloren in den Umfragen. Woran liegt das denn? Naja, es liegt natürlich zunächst mal an dem dramatisch schlechten Krisenmanagement. Das hat jetzt mehrere Aspekte. Es ist einmal das Management der Pandemie an sich, wo es schlicht und ergreifend an nationaler Führung fehlt und die Staaten und Städte, Gemeinden weitgehend sich selbst überlassen worden sind, sodass sich hier der amerikanische Föderalismus statt produktiv eher chaotisch ausgewirkt hat. Dann ist das zweite Problem das chaotische Management der Wirtschaftskrise. Wir erleben jetzt einen historischen Einbruch des Wirtschaftswachstums. Wir sind jetzt offiziell in der Rezession. Und diese Woche gehen auch zu Ende die Sonderzulagen bei der Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosen hier haben in den letzten 3 Monaten eine Sonderzulage wöchentlich bekommen von $600. Und wenn die wegfällt, wird sich der Armutseffekt dieser Krise erst wirklich durchschlagen. Und das wird Folgen haben für den sozialen Frieden dieses Landes. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump gestern bereits angekündigt, die US-Wahl sogar verschieben zu wollen oder zumindest mit diesem Gedanken gespielt. Heute ist er da schon wieder deutlich zurückgerudert, auch weil er bei den eigenen Republikanern keine Unterstützung dafür hat. Er hat auch die Briefwahl attackiert, die in den USA wahrscheinlich auch in der Corona-Pandemie bei dieser Wahl besonders stark genutzt werden wird. Baut er schon vor, meine mögliche Niederlage bei der Wahl dann zu delegitimieren? Ja, das ist offensichtlich die Motivation. Man muss wirklich sagen, die Reaktion der Republikaner und der Konservativen allgemein auf diesen Tweet von gestern sind in der Tat sehr harsch gewesen. Viel harscher als auf manches andere, was dieser Präsident gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt ein praktisches Problem bei all dem. Der Präsident mag behaupten, aufgrund von also nicht nachvollziehbaren Faktenbehauptungen, dass die Briefwahl problematisch sei. Tatsächlich ist es so, dass die amerikanische Post momentan leidet unter Mittelkürzungen und dass in der Tat vorstellbar ist, dass sie mit einem größeren Andrang von Wählern, die Briefwahl ausüben wollen, tatsächlich überfordert wäre und man deshalb erst Wochen, möglicherweise sogar einen Monat oder zwei später, wüsste, was der Ausgang der Wahl wäre. Zur Corona-Pandemie kam, Sie haben es in den Wortmeldungen schon angesprochen, in den letzten Wochen auch diese ganz große Debatte um Rassismus, vor allem in der Polizei, aber ganz generell in den USA. Selbst die Frage, Maske tragen oder nicht, wurde zur ganz emotionalen Debatte in den Vereinigten Staaten in den letzten Wochen. Jetzt waren die USA schon immer ein sehr polarisiertes Land, wo zwischen Republikanern und Demokraten sehr viel Platz war. Wurden die USA in den letzten Wochen und Monaten durch die Corona-Pandemie noch weiter polarisiert? Ja, das Land ist so polarisiert wie eh und je. Gleichzeitig finde ich es ungeheuer beeindruckend, wie sich hier die Zivilgesellschaft in Marsch gesetzt hat nach der Tötung von George Floyd und anderen verwandten Vorfällen. Und da ist
sozusagen ein Gefühl von Einheit entstanden, ein Gefühl von, ja, doch, also nationaler Einmut, wie man sie in diesem Land schon lange nicht mehr gesehen hat. Das war auch zu sehen bei den Begräbnissen von bekannten Anführern der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, wie jetzt in dieser Woche dem sehr, sehr bewegenden Begräbnis von John Lewis, dem letzten Überlebenden der Märsche von Selma. Und auch da hat man das Gefühl, dass sich hier ein neuer nationaler Konsens bildet. Wir haben jetzt auch in diesem Gespräch bis jetzt fast ausschließlich über Donald Trump und seine Rolle gesprochen. Im gesamten Wahlkampf kommt sein Herausforderer Joe Biden von den Demokraten bisher kaum vor. Er hält sich sehr bedeckt, sehr zurück. Wir jetzt auch in dem Gespräch haben kaum über ihn gesprochen. Hilft jeder Fehler von Donald Trump ihm und hält er sich deswegen so zurück? Das ist mit Sicherheit ein Motiv. Also dieser Präsident macht es einem Herausforderer relativ leicht und selbst einem Herausforderer, der gehandicapt ist, dadurch, dass er wochenlang aus seinem Kellerzimmer heraus Wahlkampf machen musste. Trotzdem muss man sagen, Biden ist kein makelloser Kandidat. Er wäre, wenn er denn gewählt wird, im November und im Januar das Amt antrete, der älteste Präsident, der jedes Amt angetreten hat, mit 78. Er gilt vielen Amerikanern, älteren wie jüngeren, als ein Vertreter eines überkommenen Ostküsten-Establishment, das sehr zentristisch ist. Es gibt hier eine starke, wiedererwachte amerikanische Linke, für die dieser Kandidat schwer zu akzeptieren ist, schwer zu ertragen ist, für manche sogar. Und das ist der Grund, warum jetzt so viel hängt an seiner Entscheidung, die in den nächsten 7 Tagen veröffentlicht werden soll, wer sein Vizepräsident oder sehr voraussichtlich seine Vizepräsidentin sein wird. Sie haben schon angesprochen, diese Diskussion, wer Vizepräsidentin oder Vizepräsidentschaftskandidatin von Joe Biden wird, wird sehr stark erwartet. Praktisch alle gehen davon aus, dass es eine wahrscheinlich schwarze Frau werden wird. Warum ist denn diese Entscheidung so wichtig für Joe Biden? Ja, eben wegen seines Alters. Weil bei einem Präsidenten, der mit 78 das Amt antrete, die Frage, ob er möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen teilweise oder ganz ausfallen würde, einfach nicht jenseits der politischen Realität ist. Und da bedarf es eines Kandidaten, der dann tatsächlich einspringen kann und der auch die entsprechende politische Erfahrung hat. Es spricht eine ganze Menge momentan dafür, dass es Kamala Harris wird, die Senatorin, die ein beträchtliches Charisma hat, ziemlich viel Wahlerfahrung hat, auch mal eine sehr bekannte öffentliche Anklägerin, also im Justizsystem bewandert ist auch, und die eine gemischte afro-indische Wurzeln hat. Sagt Constanze Stelzenmüller. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit zur Corona-Situation in Europa. In Österreich gab es 175 Neuinfektionen seit gestern. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat heute deshalb die Tourismusbetriebe aufgefordert, am Gratis-Testprogramm der Bundesregierung teilzunehmen und vor allem junge Menschen gebeten, auch ohne Verbote auf den Abstand zu achten. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass wir nur dann uns richtig verhalten sollen, wenn der Staat das in einer Verordnung stehen hat oder wenn er mit Strafen droht. Es ist doch ein Motto des Hausverstands. Sagt der Gesundheitsminister in Österreich, der also vor allem an die Eigenverantwortung appelliert. In der Ukraine geht man da einen etwas anderen Weg. Die Gesundheitsbehörden kontrollieren positiv getestete Menschen rigoros und mit der Unterstützung modernster Technologie. Eine Handy-App überwacht, ob sich eine Person tatsächlich an die Heimquarantäne hält. Wenn nicht, kommt die Polizei und eine Geldstrafe ist zu bezahlen. Unser Korrespondent Christian Werschütz über die Hightech-Überwachung, schwieriges Wort, Corona-Kranker in Kiew. Wegen des Coronavirus schloss die Ukraine im März die Grenzen. Gleichzeitig wurde das Land in Europa auf eine rote Liste gesetzt. Somit mussten Ausländer bei ihrer Heimkehr in eine 2-wöchige Quarantäne. Davon betroffen war auch dieser Medienexperte, dessen Familie in Großbritannien lebt. Daheim begab er sich in Quarantäne, doch
Es gibt keine Verfahren, um zu kontrollieren, ob man die Quarantäne einhält. Es gibt keine Aufsicht. Niemand wurde je bestraft. Das ist sehr unwirksam. Bei seiner Rückkehr nach Kiew musste er wieder 14 Tage in Heimquarantäne. Sie kontrolliert eine App, die man bei der Einreise herunterladen muss. Vor einem markanten Hintergrund macht man ein Foto, das die App speichert. Dieser Ort dient dann zur Kontrolle des Aufenthalts. Done the movements in the camera and then automatically the picture was sent to the ministry to confirm them exactly what ich muss diese Bewegungen vor der Kamera machen, dann wird das Bild automatisch ins Gesundheitsministerium geschickt, um zu bestätigen, dass ich genau dort bin, wo ich sage, dass ich bin. Ich mache das dreimal täglich, wobei der Zeitpunkt völlig zufällig ausgewählt wird, und zwar zwischen 8 Uhr früh und 22 Uhr. Das Foto muss binnen 15 Minuten gesendet werden. Within 15 minutes. Entwickelt hat diese App das Ministerium für Digitalisierung in Kiew, das ein 29-jähriger Ukrainer leitet. Diese App haben wir binnen 4 Tagen entwickelt. Genutzt haben wir auch die Erfahrungen aus Polen und Singapur und die modernste Technologie, was etwa die Gesichtserkennung betrifft. Fjodorov Stolz ist eine App mit dem Namen Aktion. Binnen 5 Monaten nutzen bereits 5 Millionen Bürger diese App. Darin enthalten sind etwa ein elektronischer Führerschein oder ein elektronischer Pass. Damit kann man sich überall ausweisen und auch Geld beheben oder überweisen. Mit einem Quellcode kann ich durch eine Abfrage im Register überprüfen, ob der Pass echt ist. Diese Möglichkeit nutzen Firmen, etwa Hotels, die mit dem Telefon ihre Daten überprüfen können. Auch diese App zeigt die Widersprüchlichkeit der Ukraine. Die Corona-Krise hat das Land noch nicht im Griff und auch die Bürokratie ist enorm. Andererseits ist eine Modernisierung feststellbar, die selbst in vielen EU-Ländern noch nicht gegeben ist. Ist dieser Mann ein echter Wiener? Der Wohnort von Heinz-Christian Strache beschäftigt seit mehreren Tagen die Wiener Wahlbehörden. Denn die Kleinpartei Der Wandel bezweifelt, dass Strache tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt in Wien hat. Sein Hauptwohnsitz im 3. Bezirk alleine reicht nicht. Das ist aber notwendig, um überhaupt bei der Wiener Gemeinderatswahl im Oktober antreten zu dürfen. Straches eigentlicher Lebensmittelpunkt sei nämlich Klosterneuburg, dort, wo seine Familie wohne. Die zuständige Magistratsbehörde in Wien prüft das derzeit. Peter Papuzki über die jüngste Posse um den früheren FPÖ-Chef. Das ist Klosterneuburg in Niederösterreich. Und das ist Wien. Die Großstadt und die Kleinstadt sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Für die Wahl in Wien könnte diese Grenze aber noch gröbere Auswirkungen haben. Denn die Familie von Heinz-Christian Strache lebt in Klosterneuburg. Der Hauptwohnsitz von Strache selbst ist aber in Wien. Das ist für eine Wahl auch zwingend notwendig. Wer in Wien gewählt werden will, muss hier auch seinen Hauptwohnsitz haben. Strache hat den Hauptwohnsitz offiziell im 3. Wiener Bezirk. Nur als vergangenen Sommer die Polizei an seiner Wiener Adresse anklopft, um eine Hausdurchsuchung zu vollziehen, öffnet Straches Mutter. Sie gibt an, dass Strache hier gar nicht lebt. Die Polizei fährt daraufhin nach Klosterneuburg, wo Strache und seine Frau ein Haus bewohnen. Strache verteidigt sich nun auf OE24 mit dem Argument, dass er unter der Woche in Wien übernachte und nur am Wochenende bei seiner Familie in Klosterneuburg sei. Derzeit prüft die Wiener Meldebehörde die Sache. Keine leichte Aufgabe, sagt der Jurist. Entscheidend ist der tatsächliche Aufenthalt, verbunden mit der Absicht, den betreffenden Ort zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zu machen. Da sind eben soziale, wirtschaftliche Komponenten zu berücksichtigen. Sollte die Meldebehörde zum Schluss kommen, dass Straches Lebensmittelpunkt gar nicht in Wien liegt, dann könnte die Wiener Wahlbehörde den Antritt von Strache untersagen. Ob es tatsächlich so weit kommt, sei schwer abzuschätzen. Das ist sicherlich ein außergewöhnlicher Fall, denn hier haben wir im Grunde genommen eine auf den ersten Blick jedenfalls nicht konsistente Sachlage. Da sind verschiedene Elemente im Werk, im Spiel. Ich traue mir keine Beurteilung zu. FPÖ-Chef Hofer hat bereits eine Wahlanfechtung angekündigt, sollte Strache antreten dürfen.
Strache wird sich wiederum wehren, wenn er nicht antreten darf. Mitte August wird die zuständige Wahlbehörde entscheiden. Egal wie es ausgeht, eine juristische Schlammschlacht rund um die Wien-Wahl wird immer wahrscheinlicher. Nichts Genaues weiß man nicht, irgendwie ja schon. Sehr wienerisch. Und wir berichten gleich noch über ein riesiges Staudammprojekt in Äthiopien, das zu großen Konflikten mit Ägypten führt. Warum? Nach weiteren wichtigen Meldungen vom Tag im Überblick. Die deutsche Regierung warnt wegen hoher Corona-Infektionszahlen vor Reisen in nordspanische Regionen, zum Beispiel Barcelona. Außerdem sollen sich Einreisende aus Risikogebieten ab nächster Woche einem Corona-Test unterziehen müssen. Spanien fürchtet einen Dominoeffekt, seit Großbritannien Spanienurlauber in Quarantäne schickt. Das oberste Parteischiedsgericht der SPD bestätigt den Ausschluss von Thilo Sarrazin wegen parteischädigenden Verhaltens. Auslöser ist sein Buch »Feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht«. Sarrazin will gegen den Ausschluss berufen. Die Regierung von Hongkong hat die Wahl zum Regionalparlament um ein Jahr verschoben. Regierungschefin Carrie Lam begründet das mit der Ausbreitung des Coronavirus. Die Opposition hatte sich bei der Wahl Zugewinne wegen des neuen, von China verhängten Sicherheitsgesetzes erhofft. Alan Parker, einer der bekanntesten britischen Regisseure, ist nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben. Zu seinen vielfach prämierten Filmen zählen das Gefängnisdrama Midnight Express, Angel Heart mit Robert De Niro und die Musical-Verfilmung Evita mit Madonna in der Hauptrolle. Der neue Trainer der Wiener Austria heißt Peter Stöger. Der derzeitige Sportchef der Wiener übernimmt nach dem Abgang von Christian Ilzer das Amt für ein Jahr. Stöger kehrt damit 7 Jahre nach dem Meistertitel wieder auf die violette Trainerbank zurück. Es wird das größte Wasserkraftwerk Afrikas. In Äthiopien sind 2 Drittel des großen Renaissance-Staudamms fertig. Am Ende soll der Damm 6.000 Megawatt Strom liefern, so viel wie 4 Atomkraftwerke. Doch der Damm könnte für die nördlichen Nachbarn am Nil erhebliche Probleme verursachen. Ägypten befürchtet, der riesige Damm könnte ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser abgraben. 2 Länder mit mehr als 100 Millionen Einwohnern im Konflikt um kostbares Wasser. Und schon des Öfteren fiel dabei das Wort Krieg. Neueste Satellitenbilder zeigen jedenfalls klar, jetzt in der Regenzeit hat die erste Phase der Flutung begonnen. Am größten Staudamm Afrikas werden Fakten geschaffen, berichtet Margit Maximilian. Der Grand Renaissance Damm, bald 170 Meter hoch und fast 2 Kilometer lang. Seit bald 10 Jahren wird daran gebaut. Der Damm schafft Größe. Wir gehen in Richtung eines blühenden Äthiopien, sagt der leitende Ingenieur. Prosperous Ethiopia. An die 5 Milliarden Dollar kostet das Megaprojekt. Den Bau haben die Bürger über Steuern und Kredite selbst finanziert. Die Hauptstadt Addis Abeba. Äthiopien boomt, aber immer noch haben gut 60 Millionen Menschen keinen Strom. Trotz alter Kolonialverträge, die Ägypten den Großteil des Nilwassers zusprechen, fühlt sich Äthiopien im Recht, erklärt Pelatschew Gebrewold, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und selbst aus Äthiopien. Wenn man die vergangenen Jahrzehnte anschaut, wo Hunger und Armut massiv war, und da ist es so, auch moralisch gesehen für Äthiopien, für Äthiopien ist es beschämend, dass wir so viel Wasser haben. Und das Wasser Ägypten bereichert und nicht Äthiopien. Und daher, also Äthiopien sieht sich eben nicht die Stur, sondern es ist sein Recht auf dieses Wasser, sich zu entwickeln. 80% des Nilwassers kommt aus dem Hochland Äthiopiens, vom Blauen Nil. Der längste Fluss Afrikas speist sich aus 2 Quellflüssen, dem Weißen Nil, der in Uganda entspringt, und eben dem Blauen Nil aus Äthiopien. Im Sudan fließen die beiden zusammen. Wie diese Ziegelhersteller leben auch hier Millionen vom Nil. Ich kann ohne den Nil nicht leben, sagt dieser Fischhändler. Wir sind wie die Fische, ohne Wasser würden wir sterben. Dennoch sieht man den Damm im Sudan mit gemischten Gefühlen. Die häufigen Überschwemmungen würden immerhin gemildert und auch billiger Strom aus Äthiopien ist verlockend. Erst 1.900 Kilometer weiter fließt der Nil in Ägypten ins Mittelmeer.
Ägypten schäumt, es macht sich Sorgen. Der Nil ist seine Lebensader und mit der wachsenden Bevölkerung steigt der Wasserbedarf. Es will eine Garantie, besonders für Dürrezeiten. Eine direkte Kriegsgefahr sieht Belatschew Gebrevold dennoch nicht, wohl aber eine Gefahr für die Stabilität am Horn von Afrika. In Äthiopien selbst gibt es mehrere Oppositionen, bewaffnete Gruppierungen. Die könnten von Ägypten unterstützt werden, um Äthiopien zu destabilisieren. Wo also liegt der Ausweg? Auch international sieht der Experte ein Patt. Also internationale Akteure tun sich schwer, eine Position einzunehmen, weil beide Staaten wichtig sind. Äthiopien für den Kampf gegen den Fundamentalismus in Somalia, Ägypten für die Stabilität im Nahen Osten. Derzeit hat Äthiopien eindeutig die besseren Karten. Es ist Regenzeit und Satellitenbilder zeigen, das Wasserreservoir füllt sich. Hier werden Fakten geschaffen, die vieles verändern werden. Und das hoffentlich friedlich. Jetzt fehlen noch die Wetteraussichten. Das Wochenende wird heiß. Manfred Meixner, wär's mehr. Ruhiges Hochdruckwetter mit viel Sonne und höchstens einzelnen Gewittern bringt der morgige Samstag. Der Nachmittag wird heiß bei 28 bis 34 Grad. Recht hohe Temperaturen gibt es morgen auch auf den Bergen. In 2000 Meter Höhe liegen die Werte zum Mittag zwischen 16 und 20 Grad. Am Sonntag stellt sich das Wetter um. Von Westen her breiten sich Regen und Gewitter auf den Großteil Österreichs aus und es kühlt ab. Am längsten trocken und noch einmal heiß ist es wahrscheinlich im Osten. Und bei uns in ORF2 steht Universum History nun ganz im Zeichen des Gedenkens an 75 Jahre Hiroshima. Die amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 waren das letzte Kapitel im Zweiten Weltkrieg und der Beginn des atomaren Zeitalters. Die Dokumentation, das Inferno von Hiroshima zeigt, bislang unveröffentlichtes Filmmaterial der entsetzlichen Folgen und die berührenden Schilderungen von Atombombenüberlebenden. 10 Minuten nach 11 bringt sie die ZIP Nacht in ORF1 noch auf den aktuellen Stand der Dinge. Dort ist dann Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen zu Gast. Wir verabschieden uns und melden uns dann wieder am Sonntagabend. Bis dahin, auf Wiedersehen.